Nach der Niederlage von Manzikert wurde offensichtlich, dass ein akkordiertes Vorgehen gegen äußere Feinde nicht mehr möglich ist. Auch die Kaiser wechselten sich in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts rasch ab. Eine kontinuierliche Politik konnte nicht entwickelt werden. So konnten die Seldschuken fast ungehindert Kleinasien erobern. In Nizea wurde ein Sultanat errichtet, das Konstantinopel unmittelbar bedrohte. Zum Glück für Byzanz zerfiel das Seldschukenreich aber rasch wieder. Der Kaiser hatte es nun mit mehreren Fürstentümern zu tun. Allerdings gingen Gebiete in Kleinasien verloren. Auch am Balkan geriet Byzanz in die Defensive, ebenso in Süditalien. Dort hatten die Normannen, einst als byzantinische Söldner angeworben, die Schwäche ausgenutzt und ein eigenes Reich gegründet. Der Zusammenbruch war also umfassend, das Kaisertum verlor an Autorität. Erst unter der Familie der Komnenen, die nun an die Macht kam, gelang eine Erholung. Sie regierten auch anders, indem sie die führenden Adelsfamilien einbanden. Wie im Westen werden nun persönliche und verwandtschaftliche Beziehungen die Basis der Macht des Kaisers. Alexios I. Komnenos suchte neue und alte Verbündete. So konnte er Venedig auf seine Seite ziehen. De jure gehörte es zwar zum Byzantinischen Reich, es war de facto allerdings unabhängig. 1082 erteilte er Venedig ein Privileg, das eine Handelsniederlassung in Konstantinopel und Steuerprivilegien garantierte. Zugleich konnte er in Unteritalien Unruhen auslösen. Schließlich konnte er auch am Balkan die Situation beruhigen. Nur in Kleinasien stellte sich kein Erfolg ein. So blieb Anatolien verloren, Küstenstädte konnten aber wieder eingegliedert werden. Allerdings ging mit dem Hochland von Anatolien eine natürliche Grenze verloren.